Baikali, die größte Sandwüste der Erde. Sie bedeckt das südliche Drittel der arabischen Halbinsel. Ein menschenfeindlicher Ort, an dem es tagsüber mehr als 50 Grad heiß werden kann. In den Emiraten, an der Grenze zu Saudi-Arabien, haben wir uns durch die Dünen gekämpft. Wir haben die Mittagssonne abgewartet und uns jetzt hier in der Nähe der Moreb-Düne rauswerfen lassen. Die ist 120 Meter hoch, ja, also richtig, richtig spektakulär. Eine der größten Sanddünen der Welt. Und die fahren da am Wochenende so richtig mit so Dune-Buggies hoch und runter. Das haben wir uns jetzt leider nicht anschauen können, denn für uns steht jetzt der Gewaltmarsch zur Liwa-Oase bevor. Über 20 Kilometer, ihr seid dabei. Bist du bereit, Benny? Ich bin bereit. Los geht's. Bevor das Abenteuer losging, hatten wir uns noch in Abu Dhabi ausgerüstet. Und dann wurden wir 200 Kilometer weiter weg in die Wüste gebracht. Wir haben jetzt so ein bisschen Strecke geschafft, sind jetzt an der Straße angekommen, weil über die Dünen dauert ewig. Die Hitze ist enorm. Auch wenn jetzt hier so ein kleiner Sandsturm aufgekommen ist, hier ein bisschen Frische, wenigstens ein bisschen Wind. Ich hoffe, man kann uns gut verstehen. Ist es noch super, super warm. Die langen Klamotten müssen trotzdem sein, weil sonst wirst du in der Sonne gebraten. Es gibt aber einen Trick. Man soll sich am besten immer den Turban nass machen, weil das kühlt natürlich den Kopf runter. Und wenn man kein Wasser zur Hand hat oder um Wasser zu sparen, man hat ja in der Wüste nicht so viel, kann man auch drauf pinkeln. Ich denke aber, wir haben genug Wasser dabei, ne? Ja, ich glaube auch. Das sollte hoffentlich reichen, ey. Ich mache das Tuch jetzt mal nass. Boah, das Wasser ist knallewarm, ja? Aber ist ganz hilfreich. Das kühlt so schön ab. Also super Trick. Und wenn ihr da nichts habt, einfach drauf pinkeln, ja? Prost! Natürlich sind wir die Strecke nicht einfach nur abgelaufen. Wir haben auch die Wüste erkundet. Und die ist wirklich beeindruckend. Boah, Leute, ich bin langsam echt außer Atem. Wir haben ungefähr 7-8 Kilometer geschafft. Wir sind extrem langsam, weil wir ja noch filmen und so weiter. Unser Zelt wird wegfliegen, Leute. Der Wind war wirklich extrem und so zeigt sich, wie schnell sich das Wetter in der Wüste ändern kann. Boah, Alter, ey. Guckt euch an, wie unser Zelt wegfliegt. Der Benny probiert ja gerade irgendwie noch mit den Rucksäcken zu beschweren. Wir wollen jetzt Hilfe! Wir wollen jetzt hier ein Feuer machen, Leute. Aber wir kommen in so einen kleinen Sandsturm wirklich. Es ist echt krass. Ey, wir versuchen das Zelt mal in eine windstillere Position umzuziehen, weil es fliegt uns einfach nur weg. Es ist so anstrengend, das zu ziehen. Der Wind geht da voll drunter. Boah, aber so wird das nichts. Wir müssen dringend was ändern. Boah. Alter Schwede, echt. Wir haben wieder ein Glück, Mann. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Boah. Hier, probieren wir mal hier. Hier ist besser. Sagt ihr, und es flog weg. Zelt steht endlich! Juhu! Ich hoffe, das fliegt uns nicht um die Ohren, während wir da drin liegen. Aber es ist auf jeden Fall so windig, das ist echt heftig. Und jetzt haben wir hier noch zwei Holzscheite mitgebracht. Mehr konnten wir leider nicht tragen, werden wir nicht viel Feuer haben. Vielleicht können wir uns ein paar Bohnen machen oder so, mal sehen.
So, ich habe gerade noch ein paar Stückchen gesucht und gefunden, glücklicherweise. Jetzt wird Feuer gemacht. Jetzt wird mal wieder Feuer gemacht. Wie oft wir das schon probiert haben auf diesen ganzen Reisen. Ja? Aua, hat sich auch noch verbrannt, der gute Mann. Was wir wieder für ein Abenteuer erleben. Und ich bitte darum um einen Daumen hoch, weil der Benni hat sich gerade seinen Daumen verbrannt. Ah! Jo, Leute, das Feuer brennt, aber ihr seht den Wind, ey. Wir müssen hier höllisch aufpassen. Lecker Böhnchen, ab in den Topf damit. Alter, Vorsicht, ein bisschen was ist daneben gegangen. Das geht aber, das geht. Weißt du, an was mich das erinnert? Ich hab keine Haare mehr an der Hand. Alter. Du hast gerade geschrien wie eine Frau, Alter. Ja, guck dir das mal an. Die sind alle schwarz. Sieht man das? Ja, der Wind dreht sich auch die ganze Zeit. Es ist so gefährlich, was wir gerade machen. Macht das nicht zu Hause nach, Kinder. Schon mal gar nicht durch die Wüste marschieren. Ich glaube, es ist gleich fertig. Ich habe auch nur 3 Finger beim Kochen verloren. Aber die schmecken echt. Knirscht. Egal, der Hunger treibt's rein. Das Problem ist ja, Essen haben wir nicht so viel dabei. Vor allem trinken, weil trinken ist natürlich in der Wüste viel wichtiger. Wir kriegen ja morgen Abend eh wieder was zu essen. Ja. Tut aber gut, irgendwas zu essen gerade, ey. Scheiße, ich hau mir die jetzt rein, einfach scheiß drauf. So, irgendwie alles zumachen, damit nicht noch mehr Sand reinkommt. Und dann wird gepennt jetzt hier. Ja, jetzt geht's ins Bett, ey. Mir tun auch ganz schön die Beine weh. Jetzt wird mal ausgeruht. Weil morgen früh, wenn die Sonne aufgeht, wollen wir schon weiterlaufen. Denn es wird ja ganz schön heiß mittags und bis dahin wollen wir noch einiges geschafft haben an Strecke. Wenn wir nicht wegfliegen, ey. Ja, wenn wir nicht wegfliegen. Alter, ey. Guten Morgen aus der Rub-al-Khali-Wüste. Die Zelttasche ist abhanden gekommen. Ja, die ist irgendwo wahrscheinlich bei der Moreb-Düne gelandet. Wir wissen es nicht genau. Ihr wollt auf jeden Fall nicht wissen, wo wir überall den Sand hängen haben. Das kann ich schon mal sagen. Ich sag euch, in jeder verdammten Ritze. Ja. Leider ist uns übrigens so eine Kamera kaputt gegangen. Auch eine ziemlich tolle Nummer. Ja, die ist leider über den Jordan. Der ist ja quasi ums Eck. Es ist ultra windig und wir fliegen beide davon. Jetzt haben wir echt bestimmt einen Kilometer geschafft, ganz locker flockig. Und damit wir nicht zu schnell sind, hat sich der gute Dennis alias Mafuyu eine lustige Challenge ausgedacht. Denn heute werden wir die ganzen Extra-Challenges machen, ja? Und das Ding ist, wir sollen mal einen gewissen Weg rückwärts laufen. Where you going? Straight to the top. Yeah, straight. Ah, ich dachte, du fährst da runter. Straight to the top. Where you going? Going straight to the top. To the top. To the top. To the top. Ja, die Rückwärts-Challenge ist absolviert. Ich sag mal 500 Meter ungefähr, Pi mal Daumen, sind wir gelaufen. Auf der Straße natürlich kein Problem. Bei den Dünen allerdings schon ein bisschen problematischer. Vor allem, wenn man dann rückwärts irgendwo hochgehen muss. Und wir sind hier an was angekommen, was echt interessant ist. Denn hier ist so ein braunes Feld. Und ich weiß gar nicht, warum der Boden hier so braun ist. Ob das irgendwie speziell bewässert wurde. Ihr könnt es ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Vielleicht könnt ihr da mehr zu sagen. Aber es steht direkt auch die nächste Challenge an. Vom Revi eine, ne? Genau, die hat er uns auf Twitter geschrieben. Und die wäre, wir sollen mal eine Zeit lang nichts trinken. Da bin ich ja mal gespannt, wie lange wir das schaffen. Machen wir jetzt aber vor der Mittagssonne, damit wir nicht komplett verdursten. Wir werden mal gucken, wie lange man durchhält. Weil, wenn man jetzt so eine Autopanne hat, dann wäre man ja normal nicht mit so viel Wasser ausgerüstet, wie wir es jetzt am Start haben. Insofern wollen wir mal gucken, wie lange man hier ohne Trinken durchhalten kann. Und es windet sehr, es ist zwar schweinewarm schon langsam wieder. Ey, also noch nicht so warm wie die Mittagssonne natürlich, aber es wird schon immer wärmer. Trotz dem Wind haben wir auch ein bisschen Bedenken, dass jetzt nicht irgendwie ein Sandsturm aufkommt oder so. Oh ja. Wir würden uns natürlich kalt erwischen, auch wenn es warm ist. Ich
Eine halbe Stunde halten wir bisher durch. Ich muss auch gerade mal meinen Rucksack ablegen, kurze Pause einlegen, weil ey, ich muss auch sagen, echt, meine Schulter zieht langsam. Auch wenn wir Gewicht verloren haben, es wird nicht leichter. Was aber ein bisschen verrückt ist bei unserer Nicht-Trinken-Challenge, ne? Dass hier so kleine Regentropfen gerade runterkommen. Es trippelt gerade, ja. Es ist tatsächlich irgendwo eine Regenwolke mitten in der Wüste. Was haben wir eigentlich für Glück? Das gibt es ja normal gar nicht, sowas. Es ist normal Niederschlag gleich null. Aber es langt leider nicht. Um das zu betrügen. Wo wir hier gerade sind, ist aber auch ganz witzig. Wir stehen hier gerade vor so einem Sendemast, ja. Und der ist erbaut, damit die Leute hier in der Wüste auch Handyempfang haben. Finde ich verrückt. An der Grenze hier von Saudi-Arabien, im Süden der Emirate, gibt es da noch Handyempfang überall. Was wir allerdings sehr schade finden, ist, dass hier so viel Müll rumliegt. Ne? Ja, ich habe hier gerade so einen Handschuh gefunden. Lecker. Aber wir hatten jetzt auch schon alles dabei. Dosen, Styropor und ganz viel Plastik natürlich, der hier ewig braucht zum Verrotten. Das ist echt schade. Da kommt doch gerade ein Auto, da fällt gerade jemand vorbei. Die Leute halten übrigens ständig an. Und winken uns zu auch und so. Und die halten ständig an, weil die denken, wir brauchen eine Hilfe. Die halten uns wirklich, glaube ich, für bekloppt. Boah, meine Augen, dieser Wind, ey. Das ist auch eine Schutzbrille, das ist keine Sonnenbrille, das ist auch eine Schutzbrille, Leute. Ja, mein Mund wird immer trockener, die Lippen sind schon langsam so ein bisschen spröde am werden. Jetzt sind wir ungefähr eine knappe Stunde unterwegs, ohne was zu trinken. Und wir sind angekommen, ne, bei einer Kamelfarm. Ja, da hänge ich mich gleich mal in den Trog und sauf denen das Wasser weg. Ja, ist verboten, Alter. Aber die Dromedare halten ja ewig lange ohne Wasser durch. Und dann machen wir jetzt mal, schauen wir mal vorbei, ne? Schauen wir jetzt mal, die gucken uns schon richtig böse an. Was wollen die von uns? Die ey, wollen ihr Wasser beschützen. Ruhig mir! Anderthalb Stunden haben wir nichts getrunken mittlerweile. Die Lippen werden trocken, der Mund ist staubtrocken und so weiter. Aber ey, es tröpfelt mittlerweile wieder richtig. Es kommt langsam echt so ein kleiner Mini-Regenschauer in der Wüste. Eine Erfrischung hätte auch das Dromedar hinter uns gebraucht, denn das ist komplett abgenagt. Man sieht das ganze Gerippe hier, haben wir gerade eingeblendet. Also wirklich, wirklich krass. Also sowas immer zu sehen, ne? Also wollen wir jetzt nicht enden, deswegen wird es mal Zeit, dass wir trinken. In den Trog habe ich mich nicht gestürzt, das war mir dann doch ein bisschen zu eklig. Aber einen Schluck Wasser nehme ich jetzt voller Freude. Wir sind jetzt ein bisschen weitergelatscht und ohne Scheiß, es regnet. Es regnet richtig. Und hätte mir wer erzählt, dass wir ein Regencape einpacken müssen hier in der Wüste, dann hätte ich doch gelacht. Wir haben eine Teekanne gefunden hier im Sand, hier direkt an der Straße. Und der Barcode, der sieht noch richtig frisch aus, oder? Wer wirft denn so ein gutes Stück weg? Nee, Sand hatte ich heute schon genug, danke, Alter. Muss reiben, oder? Ja, ja. Genie haben wir leider nicht gefunden, aber wir sind noch mal so 2-3 Kilometer gelaufen eben, denn es ist ja, wie erwähnt, sehr bewölkt heute und die Wolken haben uns so ein bisschen den Arsch gerettet. Wir haben nämlich schon überlegt... Oh, Donner! Hoffentlich werden wir nicht vom Blitz getroffen. Ja, apropos, gerade sage ich noch, die haben uns den Arsch gerettet. Ob das wirklich so bleibt, sehen wir gleich noch. Wir haben jetzt noch ungefähr 5 Kilometer vor uns, haben es also bald zur Zivilisation geschafft. Und jetzt ziehen wir durch. Jetzt wollen wir da ankommen. Ab geht's! Zivilisation, Benny! Ja, Mann! Endlich eine Dusche! Wir haben es fast geschafft, Leute! Wir haben es fast geschafft! Am Nachmittag kamen wir dann endlich bei der Liva-Oase an. Die Einwohner hießen uns richtig freundlich willkommen und interessierten sich für die Wanderung und die Drohne. Die Reise durch die Rubaikali war unvergesslich, wie erbarmungslos und faszinierend Wüsten doch sind.
Und natürlich war es wieder Lebenserfahrung pur. Eines wird immer wieder klar, wie wunderschön unser Planet doch ist. Wenn euch unser kleiner Film gefallen hat, dann teilt es, gebt einen Like und aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.